gehen wir rein in das nächste Video von Omet. Mit 10 in einem Bundesliga-Stadion kommen. Okay. Wir haben das letzte Video gesehen, wo der 10 Cent Leuten angeboten hat, wenn die was machen. Und jetzt will er mit 10 Cent in ein Stadion reinkommen. Ich weiß nicht, wie das macht, aber gut. So, Freunde, um es zu gehen wir mal rein. Mit einem kräftigen Moin Moin zu einem ganz besonderen wieder, denn heute sind wir beim Club, aber armer Mann, leider keine Tickets. Deswegen habe ich hier diese 10 Cent als letzte Rettung. Mit denen versuchen wir uns hochzutraden. Es ist 11.59 Uhr, das heißt, wir werden quasi um 12 Uhr anfangen und das Spiel beginnt um 13 Uhr. Also im Prinzip haben wir eine Stunde Zeit, mit einer Stunde uns mit 10 Cent so hochzutraden, wie es geht. Aber ich sage euch offen ehrlich, um bei den Leuten auch gut anzukommen, brauche ich auch das richtige Trikot. An alle Fürth-Fans einmal ganz kurz wegschauen. So, schon viel besser. Ich sehe direkt ein Lächeln. Wir versuchen, nur wie behaart war der? Ticket zu verdienen. Du musst mir irgendeine Aufgabe geben, dass ich es verdiene, was von dir zu bekommen. Hast du 25 Liegestützen? Oder jeder sagt 10, der sagt 25. Ja, ich glaube schon. 4 Euro! Okay, hast dich gefickt, Digga. Wie viel kostet denn ein Ticket? 4 Euro nach einer Minute. Ihr gebt mir eine Aufgabe und ich krieg dann irgendwas von euch. Mach mal einen Putzebaum. Was ist ein Putzebaum? Putzebaum, so mit der Kopf. Gegen was? Ja, 5 Euro. Okay. Was ist Putzebaum? Mit der Kopf so auf dem Boden, dann drehst du dich so drüber. Was ist Putzebaum? Hier. War das ein Putzebaum? Ja. Okay. Wie viel war das wert, mein Bruder? Wie viel war das wert? Warte, ich muss 5 Euro zusammen. Okay. Das ist ein Kondom? Ja. Stark. Onkel hat nach 4 Minuten 10 Euro. Bruder, kann sein, das dauert hier 2 Minuten. Ich sag ehrlich, und das wissen die Leute, das weißt du auch wahrscheinlich, ich mach alles. Alles? Ja. Alles? Ja. Boah. Ich könnte eine da... Jemand, der eine Cap hat, ja? Versucht, die zu tauschen aus Spaß. Zu okay. Sagen, ey, kann ich deine Cap gegen meine okay. Cap tauschen? Okay. Irgendjemand okay. Random. Okay. Digi, darf ich dir eine Frage stellen? Ich habe so eine, ich habe eine Cap hier, ne? Ja, ja. Ich habe so eine leichte Halbglatze. Und mit der Cap ist es ein bisschen schwierig, die zu verdecken. Hast du Interesse daran, die vielleicht zu traden gegeneinander? Nee, Mann, ich hab Läuse. Hast du Läuse? Ja. Ich auch. Durchgezogen, ich hab durchgezogen, aber der hat Läuse. Ja, und ich hab ihm die Hand gegeben. Also jetzt habe ich dir die Hand gegeben. Okay. Das ist nicht gut, Digga. Aber eigentlich kostet, ne? Eigentlich kostet. 1 Euro. Eigentlich. Was habt ihr vor mit Zuelo nach der Aufgabe? Die gehen gar nicht drauf ein, der ist einfach weggegangen. Ich bekomme jetzt was von euch. Ich weiß. Soll ich dir was zum Essen ausgeben? Nee, ich brauche irgendwas, was mich dem Ticket näher bringt. 2 Euro. Stark, Jungs. Ich küsse eure Herzen. Ja, passt auf euch auf. Fürth-Fan? Nee, heute nicht. Sonst aber schon, ne? Doch, hin und wieder. Auf Malle mit Verdrückung. Super. Weißt du okay. Warum? Weil kalt war. Ja, aber ich sag ehrlich, das sage ich auch vor der Kamera. Heute bin ich für Club, damit ihr nicht absteigen. Habt ihr irgendeine Aufgabe für mich, dass ihr mich dabei supportet, an ein Ticket zu kommen? Wir haben jetzt nach 10 Minuten, glaube ich, schon 12 Euro. Küss irgendeine Frau hier. Nein, Mann. Tschüss. Du sollst hier auf die Backe küssen, dann kriegst du von mir, ich muss mal gucken, 2 Euro. Zählt der Versuch auch? Nee, es muss auch umgesetzt werden. 2 Euro. Das heißt, ich habe eine Möglichkeit. Einfach nur auf die Backe küssen. Hi. Darf ich Sie was fragen? Ja, gern. Backe. 2 Euro, wenn Sie mir einen Kuss auf die Wange geben. Darf ich Sie in einen Kuss auf die Wange geben? Okay. Das möchte ich. Ja! Yes! Gib mir die 2 Euro! Sehr, sehr cool. Das reicht dann schon für ein Ticket, sag ich dir. 14? Ja. Ja, aber dann sitze ich bei gefährlichen Leuten. Ich setze 2 Euro, du setzt 2 Euro. 14 reicht? Oh, okay. Hä? Ist doch voll gut, oder nicht? Ich stelle dir 3 Fragen bezüglich dem Club. Wenn du die richtig hast, dann kriegst du von mir 2 Euro, okay? Wann wurde der Club gegründet? Joker? Okay. 1894 ist das richtig. Da weiß ich weiß. 1900! Ja! Wie oft wurde der Club Deutscher Meister? 9 Mal. Stark. Wer ist Rekordauf- und Absteiger? Der Club. Stark. Das wären die 3 Aufgaben. Vielen, vielen Dank und wir sehen uns da drin, ja. Damit an jeden Einzelnen, ne? Wir sind hier gerade nicht am Rumgammeln. Die Leute geben uns Aufgaben. Ich biete Dienstleistungen an, ja. Wenn einer meinen Arsch wollen würde, würde er den kriegen für 5 Euro. Habt ihr irgendeine Aufgabe für mich, die ich bewältigen kann, damit ich von euch was bekomme? Nein! Oder Schirmscheinpapier? Okay. Ja! Stark, das reicht, mein Bruder. Ich küsse dein Herz. Okay, du musst Nürnberg auf die 1 schreien. Als Fürth. Ich tue alles für Geld. Nürnberg auf die 1! Die Stadt Nürnberg. Okay, was bekomme ich von dir? Ein Zehner. Ein Zehner? Ja. Wir testen mal, wie cool die Elversberg-Fans sind.
Wenn ich 3 Spieler aufzähle, die bei Elversberg spielen, ja, kriege ich was von euch? 5 Euro. Komm, 5 Euro? 5 okay. Euro. Dominik Martinovic? Ja. Bojamba? Ja. Kretzig? Nein. Wanner? Ja. Ja! Schau, Wanner! Oh mein Gott, ich liebe dich. Ich Uns fehlen 30 Cent, Digga. Digga. Uns fehlen 30 Cent. Ich fühle mich gerade so wie Paris Halbfinale, wenn so die Beine schwer werden. So, ich weiß einfach nicht, was ich machen soll. Ich weiß nicht, wie ich es davor geschafft habe. An 28 5 Euro, weil er 3 Spieler gesagt hat. 30 Cent, oder? Überleg mal. Der hätte theoretisch dafür einfach googeln können. How many championship does Nuremberg have? Nein. Correct. Nein. Correct. And I know which fan you are. Paris Dias. Oh. Yeah. Is there any Greek player in Nuremberg? No, but no? They have a team in Greece that are like brothers. Ah, okay, which one? Larissa. Second League or first second league? Second League, okay, Larissa. Good luck. Freunde, wir haben es offiziell geschafft. Was war die Frage nochmal? 9, mein Gott. Weißt du, weil ich davor gegoogelt habe, Digga, das ist zu krass. Woher wissen die das, Digga, aus Griechenland? 17, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28 Euro 70. We fucking made it. Wir haben es geschafft, wir haben es geschafft. Ome Zuelo hat sich hochgetradet von 10 Cent. Echt? Auf. Gibt's noch einen Stadionblock oder was? Yes. Ein Gegentribüne-Ticket. Das Ding ist, es gibt Tickets für 14 Euro im Fanshop, glaube ich, aber das ist Südkurve. Das heißt, es kann sein, Ultras sind sogar da. Das heißt, wir haben es geschafft, hier Gegentribüne. Und es sind sogar gute Tickets. Ich habe vergessen, die Zeit zu zeigen, aber 12.39 Uhr jetzt. Normalerweise war, glaube ich, 12.36 Uhr, als wir fertig waren. Aber man muss sagen, hier natürlich Heimspiel. Falls ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge habt, wie man das Ganze ein bisschen cooler gestalten kann. Ich habe im Kopf, dass man so, dass wir so Items dabei haben, die man dann ab einer bestimmten Summe dann einlösen kann. Wir können das auch gerne in der EM machen, weil jetzt natürlich die Saison so dem Ende zuneigt. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wir gehen jetzt den Club-Support und Club. Einziger, was kleiner Nachteil ist, wir haben kein Geld für drin, Essen und so. Wir werden jetzt wieder rein. Wie nervig wäre das? Oh mein Gott. Wir haben es geschafft. Muss aufstehen. Ich glaube, es gibt keinen Fußball-Fan, wenn man so wenig ernst sind kann wie mich. Club. Für 10 Cent, so ein Erlebnis. Freunde, ich hoffe, der Club gewinnt. Das sieht ganz stark gerne aus. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Ach, kommt doch kein... Vorschläge gerne. Ich dachte, jetzt kommt Start im Vlog, ja. Das Wichtigste ist einfach nur, dass ihr eine gute Zeit habt. Wie der auf 8 Minuten kommen wollte. Geisteskrank. Falls ihr Ideen habt, schreibt es sehr, sehr gerne in die Kommentare. Ja, geiles Video. Geisteskrank, dass der in ein paar Minuten, ich glaube, halbe Stunde hat der gebraucht, also 40 Minuten für ein Ticket. Geisteskrank. So, dann lasst ein Like da, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke und schreibt was in die Kommentare für den Algorithmus. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen zum Video auf dem Kanal. Haut rein, tschüss.